Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe letztens irgendwo auf YouTube ein Video gesehen, wo sich ein Mädchen komplett mit Testern geschminkt hat. Ich weiß nicht, ob ich es wiederfinde. Wenn ja, findet ihr das ganz oben auf jeden Fall in der Infobox verlinkt. Ich werde jetzt auf jeden Fall in den Max so auf die Ehrenstraße gehen und habe da auf jeden Fall vorher schon mal nachgefragt, weil man braucht hier in Deutschland immer so Drehgenehmigungen. Ich glaube in Amerika auch, aber man darf nicht einfach so filmen, weil natürlich auch normale Kunden dann da sind, die nicht filmen und nicht gefilmt werden wollen. Deswegen habe ich vorher auf jeden Fall schon mal Bescheid gesagt, dass ich komme und ich werde mich komplett mit MAC-Testern schminken und ich hoffe, dass es cool wird. Los geht's! Hallo Jenny! Hallo! Sie ist die schönste Frau dieses Universums. Ich habe noch nie einen Fall drauf. Ey, sie hat, als ich sie zweimal wieder so gesehen habe, habe ich gesagt, ich kann dir gar nicht zuhören, weil du ja so schön bist. Weiß ich noch, ich war so am Reden und ist so, sie guckt mir so. Und ich denke mir so, hallo. Jenny hat auf Instagram und macht auch so Shortclips und so. Guckt auf jeden Fall bei ihr vorbei. Ihr Link ist in der Infobox dazu. Und Jenny hilft mir jetzt ein bisschen, einfach Produkte auszusuchen. Ja, los geht's. Magst du die? Magst ja, du Glow? Ja, ich mag Glow, aber mein Gesicht ist voll fettig gerade. Ah, okay. Dann nehmen wir die Oil Control Lotion. Oil Control Lotion, ja. Was macht ihr? Weil die ist feuchtigkeitsspendend, aber gleichzeitig auch Öl kontrolliert. Also das fällt jetzt nicht so schnell nach. Weißt du? Cool. Et voilà. Et voilà, dann nehmen wir die. Nehmen wir das. Und du könntest aber die Strobe-Cream auch so die höchsten Punkte geben. Gerne. Welche Farbe? Ich glaube, ich würde dir Peachlight oder Goldlight empfehlen. Goldlight hat mir ein bisschen zu viele Glitzerpartikel, aber die Peachlight ist eigentlich ganz soft. Guck mal. Ciao. Ciao. Ciao, girl. Tschüss. Take this one, okay? Die kann man so schön sein, Anna. Augencreme gebe ich dir auch, warum nicht? Gerne. Soll ich erstmal einen Pfleger auftragen oder muss das nicht einwirken? Muss nicht lange einwirken. Okay. So, wir machen mir eine hohe Deckkraft, die aber nicht cakey aussieht, weil ich im Moment nicht so eine schöne Haut habe. Ich überlasse wow. Das heißt schon was, ja? Wow, also, danke, mein Schatz. Professional. Bei mir läuft. Bei mir läuft richtig. Studio Fix, weil die ganz schön schöne Deckkraft hat. Okay. Auch ein bisschen pudrig vom Finish her. Okay. Und weil du ja gesagt hast, du willst nicht so glänzen, das wird dir gehört im Moment. Ist gut. Wir nehmen jetzt die Studio Fix Foundation, und zwar in der Farbe NC35. Soll ich die mitnehmen? Ja. NC35 nehmen wir mit. Wow. Was ist das denn? Nein. Du magst ja Deckenconcealer, ne? Ja. Ich mag den Pro Longwear, ja. Okay. Ich habe immer NC25, ich weiß nicht, ob das zu hell ist. Bisschen hell. Bisschen hell. Oder du mischt NC25 mit NC30. Das erlaube ich dir. Na cool, wie nett von dir. Ich weiß, heute ist mein guter Tag. Was hast du denn bei dir? Welche Farbe? 25. Komm, nimm 25. Erlaubt. Wir nehmen mit Puder. Ja. Brauchst. Mineralize Skin Finish und Next to Nothing Powder. Die haben beide so ein samtiges Finish. Guck mal, Das Puder ist geil. Siehst du das, wie samtig das aussieht? Ja. Warte. Ja. Hier, das hat so einen weißen Sheen. Schön, find schön. Ich mega. Weil schön. Zumat ist nicht. Wollen wir nicht. Machst du ein helleres Puder unter die Augen? So ein bisschen heller schon. Also wenn du dann hast. Dann gebe ich dir dann Select Your Press. Okay. Select ja. Press 25, NC25 unter die Augen. Okay. Haben wir das? Haben wir das? Puder, dann brauchst du Kontur. Oh ja. Und Bronzer. Ich habe noch nie Kontur von MAC probiert. Ah. Noch nie. Okay. Sie ist schockiert. Verfasst. Sculpt oder Taupe? Ich glaube, du kannst sogar Taupe nehmen, damit es schön aschig wird. Du bist ja so braun. Ja, wir nehmen Taupe. Okay. Also das ist wirklich so ein aschiger Ton. Denn, meine Nägel sind dreckig. Nicht schlimm, Schatz. Der ist halt wirklich wie so ein Schatten, ne? Okay. Also das ist so ein kühler Ton. Und dann brauchst du halt noch einen Bronzer, der dir dann Wärme gibt. Okay. Und da gebe ich dir den... Give me sun. Old but gold. Give me sun. Ich kann die Wetter nicht mehr ertragen. Give me sun. Morgen ist richtig warm, Jenny. Was machst du morgen? Arbeiten. Beauty Queen. Also Lidschatten, ne? Yo. Lidschatten, und ich will was Cooles, du musst mir helfen. Ja, willst du was mit Farbe aus oder willst du so eine machen? Was willst du denn? Weißt du, denn Nude geht halt immer, aber du könntest halt auch mal was mit Farbe machen, oder?
Könnte ich auch mal, ja. Könnte ich wenigstens auch mal machen. Weißt, was geil ist, sind die neuen Dazzle Shadows. Guck mal. Die würde ich dann mit Fix Plus auftragen. Guck mal. Ja, da ist er. Schön. Das ist schön. Also was ich einmal drauf hatte, ich habe mich verliebt. Ich habe Soft Brown in die Crease gegeben, so als Übergangston. Aha. Dann habe ich den aufs Lid. Weil das ist so ein, sieht man hier so. Ja, ja, ja. Das ist so, ein Grün mit braunen Unterton, aber. Jo. Jo, so. Da. Und dann habe ich nochmal vertieft mit Swiss Chocolate. Boah, klingt sehr gut. Oder? Ja. Mach das doch. Genau das mache ich. Ja, dann nehmen wir das. Dann brauchst du auf jeden Fall eine Lidschattengrundierung, damit das Ganze auch hält und hält und hält und hält. Ne? Ey, dich würde man hassen, wenn du nicht so nett und cool wärst. Weil du so schön bist. Magst du eher so eine helle Grundierung, helle Base? Also ich weiß, dass Painterly ist zu hell, sieht gar nicht schön aus. Dann gebe ich dir mal ein No. Also ein Tipp, wer von euch für den Painterly oder Soft Opal zu hell ist, lay in low. Lay in low, okay. Look. Wow. Der ist echt dunkler? Ja. Schön, cool. Aber man macht ja eh immer so ein bisschen Augenbrauen-Highlight und so. Das ja. Gut, dass wir es sagen. Augenbrauen-Highlight, stimmt. Nylon, nein, Spaß. Oha. Too much. Too much. Ich glaube, weil du das Lied schon so schimmrig ist, lassen die matt, oder? Ja. Highlight. Ja. Augenbrauen sind wir jetzt. Pomade haben wir auch. Pomade, ich mag am liebsten Stift. Stift, okay, dann gebe ich dir Brünette. Obwohl, du kannst schon was Dunkleres nehmen. Du kannst auch Spike. Ich gebe dir mal Spike und Brünette, okay? Okay. Erstmal die Lichter. Okay? Okay. Ja, okay. Redst du mit dir selber? Ja, ich bin mit dir selber. Das mache ich ganz oft. Das geht. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Cool, die sieht aus wie Liquid Lipsticks. Ja, nur in groß. Retro Lipsticks. Ja, stimmt. Die ich übrigens voll gut finde. Ja, oder? Wenn alles auf dem Lid schon so glänzend ist, dann können wir was Mattes auf die Lippen machen. Ja, Mann. Sehr schön. Wenn du mehr Nude willst, dann nimm Spice, aber du brauchst auf jeden Fall einen Lidliner. Okay. Das ist so aus wie so eine Concealer-Lippe. Boah, der ist aber noch schöner. Oder? Ja, der passt, glaube ich, besser, oder? Zu dem. Den mit meinem Liebling. Was ist mein Liebling? Hättest du jetzt gerne gewusst. Wer? Morning Coffee mit Pencil. Love. Große Liebe. Große okay, cool. Liebe. Cool, nehmen wir. Du machst mich wahrscheinlich gleich pleite. Quatsch mit Soße. Okay, haben wir alles, oder? Wir haben alles. Ja, Highlighter. Oh mein Gott, wie konnten wir das? Oh. Okay. Wo war zum Highlighter? Ich nehme auf jeden Fall die Palette. Wow. Die ist Bombe, guck mal bitte jetzt. Oh mein Gott. Yes. Wow. Ja, sehr schön. Nehmen wir. Wie oft habe ich ja schon gesagt, dass du braun bist? Ja, ich bin braun. Ich habe News für dich. Ja, ich bin braun. Was? Jetzt kann ich nicht mehr. Oh. Klasse haben wir im Moment. Wir haben das Originale, ja. Aber wir haben im Moment auch extra, also so einen Special Duft. Und zwar einmal Rose, Lavendel und Kokosnuss. Bringt das auch was für die Haut extra? Nein, das macht nichts. Das ist wirklich nur der Duft. Das cool. Macht alles dasselbe, so wie das andere auch. Genau. Ja. Also ich liebe Lavendel. Viele lieben auch Rose, weil das so wirklich riecht wie Rosenwasser. Okay. Kokosnuss mag ich auch, aber es ist manchmal sehr heftig. Dann klingt Lavendel wahrscheinlich am besten. Ja, ich liebe Lavendel. Kannst du schon mal warten. Cool. Guck mal, Leute, ich habe hab einfach diesen Traum von Pinseln gerade an mir. Ich glaube, hier mache ich mein Thumbnail gleich. Sieht cool aus. Und ich darf hier in diesem VIP-Raum mich schminken. Ich hoffe, dass ich jetzt gleich irgendwo hier meine Kamera hin platzieren kann. So, Concealer und Foundation ist da. wir brauchen jetzt einen Pinsel für das Next to Nothing Pressed Powder. Das ist Medium Plus und das ist NC25. Ja, Medium Plus ist für dein Gesicht. Ah. Guck mal, es ist halt so, das sind drei Personen. Zwei sitzen hier, eine sitzt da. Die können sich bis zu drei Personen zeigen. Du kannst zum Beispiel... Das, was du mir gestern erklärt hast. Tour machen, die Haut,
dann sehen die anderen zu. Vielleicht kann er. Und die andere kann zum Beispiel bei ihr dann üben. Ja. Macht das auch spielerisch. Ne? Oh mein Gott, ich brauche das. Das ist schön. Was ist das, Next to Nothing? Next to Nothing. Ich liebe Next to Nothing. Und vor allem diesen Pinsel, liebe ich. Leute, dieses Next to Nothing Powder ist so schön. So leichtes Puder, nicht so ein in your face Puder. Mhm. Sehr schön, hol ich mir jetzt. Baby, I know you better. Jetzt Kontur. Kontur. Da gebe ich dir den. Okay. Genau. Dann machen wir hier dieses Konturpuder und zwar in der Farbe Taupe. Mhm. Jenny's Pro, right? Das ist halt ein richtig schöner, aschiger Ton. Sehr schön sieht der aus. Der sieht halt wirklich aus wie Schatten. Ja. Das meiste Produkt sollte halt wirklich hier sein und dann sonst nichts verlaufen. Schön. Ja. Yes. Boah, sehr schön. Konturierst du nicht Stirn und Nasen und so? Das machst du mit Bronzer. Mit dem Bronzer. Okay. Machen wir mal das Give Me Sun. Mhm. Der ist jetzt wärmer. Ja, damit gibt es wieder Wärme. Kontur ist wirklich nur aschig. Und das kommt dann so großflächiger. Ein bisschen. Ne, weil dann sieht man immer noch die Kontur, aber es sieht fast aus. Sieht voll schön aus. Und damit gehst du dann auch an die Schläfen. Haaransatz. Damit, mit der Kontur gehst du gar nicht an die Schläfen? Nee. Kannst du zwar machen, aber wo bist du denn? Du hast doch kein rundes Gesicht. Nein? Ja, jetzt nicht so, dass du jetzt extra konturieren musst. Ich finde, das reicht aber auch schon mit dem. Ja, voll schön. Süß. Schön aus. Mhm. Wir nehmen Melba als Rouge. Ja, bestes. Love it. Da habe ich viel von Melba gehört. Ja? Hast du das nicht? Mm-mm. Boah, schön. Guck mal, wie schön frisch. Boah, Melba sieht wirklich sehr schön aus. Sehr, sehr frisch. Den brauche ich auch gleich. Sag doch, die wird mich pleite machen. Okay. Sieht gut aus. Highlighter. Ich mische die beiden Töne. Das und ganz bisschen in den. Okay. Weil du so braun bist. Weil ich so braun bin. Ohne Fixplus machst du das. Mhm. Yes. Ja, Mann. Sehr schön. No. Hübsch. Okay. Oh ja, jetzt kommen die Augen dran, Mädels. Ja, die Farbe ist cool, guck mal. Oh ja, sehr gut. Ist so hell, ne? Ja. Jetzt komme ich hier und mache die Arbeit. Schön, kannst du auch so tragen. Ja. Dann erstmal Brûlée. Das ist so ein matter Cremefarben, ne? Als erstes nimmt sie jetzt Brûlée. Kriege ich immer Hunger bei den Namen. Ne? Kann ich jeden essen. Unter die Augenbraue. Innenwinkel und unter der Augenbraue. Ein bisschen zum Highlighten. Schön. Jetzt Soft Brown. Einer meiner Lieblings-Eyeshadows. Soft Brown. Mhm. Nehmen wir als Übergangsfarbe. Mhm. So fluffigen. Das ist der 224. Boah, ist der schön. Schön, ne? Musst du dieses Painterly Paintpot Dingsbums da, den Paintpot nicht setten? Habe ich ja, aber nur hier oben. Damit okay. Das hier immer noch so ein bisschen tacky ist, ein bisschen klebrig, damit es da besser hält. Krass, okay. Wir brauchen ja nur hier so ein bisschen Blendehilfe. Okay. Ne? Unten nicht, also auf dem Lid nicht. Jenny ist immer so schön geschminkt, Leute. Oh, ich kaufe mir alles, was sie drauf hat. So. Schön. Das alleine ist schon voll der schöne Alltag. Übertrieben. Mhm. Ja. Okay, now for the fun part. Let's do glitter. Mhm. Also, ich gehe jetzt hier rein. Boah, der sieht echt schön aus.
und sprühe den an, definitiv, mit Fix Plus. Danach, nachdem du den auf die Füße hattest. Damit der nicht so viel runterbröselt. Mhm. Oh mein Gott. Oh, sehr schön. Boah. Der ist heftig. Boah. So, selber auf dem anderen Auge. Boah, ist der schön, ey. Schön. Und jetzt vertiefen wir das. Wunderschön. Toll. Mit Swiss Chocolate, noch einem Liebling von mir. Das ist immer so dieses Rötliche, was ich so liebe, ne? Mhm. Mit dem 221. Okay. Ein kleinerer Blende. Außen und innen oder nur außen? Ich mach nur außen. Okay. Was ist das bitte für ein Lidschatten, ey, dieser glitzernde? Mhm. Die Desert Shadows sind krass vom MAC. Mhm. Und hier mal drauf achten, dass man nicht zu weit runterblendet, weil das soll ja das Auge ein bisschen hochziehen. Ja. Stimmt, dann zieht das es runter. Genau. Oh, wie schön. Leute, das sieht krank aus. Dann liegt das auf meinem Lied, das glitzert in allen Schmatten, allen Farben. Ja. So, nehmen wir nochmal Swiss Chocolate. Mhm. Einmal hochgucken. Der kommt ganz nah an den Wimpernkranz. Mhm. Und dann nehmen wir nochmal den 221, den kleineren Bändepinsel und blenden das mit Soft Brown so ein bisschen weiter. Mhm. Nochmal hoch. Boah, sehr schön, Jenny. Magst du's? Gefällt mir sehr gut, ja. So, Eyeliner kommt als nächstes. Kannst du Eyeliner an anderen auftragen? Mhm. Manchmal sogar besser als bei mir selber. Okay, weil let's do it. Weil man das öfter macht als bei mir selber, weißt du? Ja. So im Alltag mache ich das auch nie. Dann nehmen wir 9 und zwar, wir haben neue Farben von dem Liquid Lass. Das ist so der wasserfesteste, ist das ein Wort? Ja. Yeah. Ja, ja, machen wir. Ja, ja. Der ist wirklich bombenfest, den kriegt man nur mit irgendwas Öligem ab. Und davon haben wir neue Farben und dann nehmen wir jetzt so ein Moosgrün, ne? Ein Army Green. Ja. Genau, weil schwarz ist doch out, mal, schwarz ist doch schon. Dieses Jahr soll er echt bunte Eyeliner und Metal Liner. Ja, genau, haben wir auch Silber und mach zu. So, die Jenny musste kurz vor, deswegen dachte ich, mache ich mal kurz meine Augenbrauen. Jenny kann echt sauschön schminken. Wirklich sehr, sehr, sehr schön schminken. Guck immer, was sie so macht. Was bei ihr so aussieht. Ich habe jetzt auf jeden Fall von, natürlich von MAC, von wo auch sonst, die Eyebrows Crayon Stifte. Vorne habe ich jetzt Brunette genommen und für hinten werde ich Spiked nehmen. So, man sieht, glaube ich, den Unterschied zwischen den Augenbrauen. Deswegen fülle ich jetzt mal schnell die Seite auch noch aus. Und als nächstes nehme ich jetzt den Lip Liner in der Farbe Morning Coffee. Nie ausprobiert. Warte ich auf meinen Stift, der ist nämlich gerade nicht da. Schauen wir uns mal kurz die Bürste an von dieser Wimperntusche. Komm schon. Da. Silikonbürste hat schon gewonnen. Okay, die packt die Wimpern richtig fest.
Also mit der Bürste dürft ihr auf gar keinen Fall in euer Auge reinkommen, weil ich glaube, das tut weh. Ich habe jetzt den Lippenstift noch bekommen und zwar so ein nudefarbener, so Move Nude, und den trage ich mir jetzt mal ganz kurz auf. Oh, Nude, hallo. So Leute, fertig. Das ist ein sehr schöner Look geworden. Danke Jenny für diese wunderschöne Lidschattenauswahl. Und danke auch an Mac, dass ich hier drehen durfte auf der Ehrenstraße. Kommt hier auf jeden Fall vorbei, falls ihr noch nicht wart. Super liebe Leute. Ganz, ganz, ganz tolles Team. Und hier Mess, was ich jetzt aufräumen werde. Ich werde euch aber zu Hause nochmal ein Outro drehen, beziehungsweise euch zeigen, wie das so in einem normalen Licht aussieht. Und dann sehen wir uns zu Hause. Leute, ich bin jetzt nach ein paar Stunden wieder zu Hause und ich wollte euch noch kurz das Ergebnis zeigen im normalen Licht. Also ich finde das Augen-Make-up richtig schön. Also dieser Lidschatten ist so schön und der funkelt in der Sonne, das glaubt ihr mir nicht. Auch die Foundation sitzt noch richtig gut, der Highlighter ist schön, die Kontur ist nicht zu stark. Ich finde das Konturprodukt richtig gut. Also ich finde es so schön, dass es nicht zu krass konturiert ist. Ne? Was sagt ihr dazu? Finde ich also richtig gut. Vielen Dank nochmal an den Mac Pro Store und dass ich das filmen durfte und so. Das ist eigentlich immer so ein mega Hack-Mac, aber das war so easy da zu filmen und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich verlinke euch auf jeden Fall alle Produkte, die ich benutzt habe, mal in die Infobox und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis bald. Tschüss.